ich war schon Täter, ne? Also das muss ich ganz klar sagen. Nonstop auf Hass und es reicht ein Kommentar und du flippst aus. Ich habe ja auch mein eigenes Leben ruiniert. Hallo, ich bin Svenja und das ist Dieb und Deutlich. Du warst Neonazi und Rockerboss. Und wenn ich das jetzt so sage, wie fühlt sich das für dich an? Ja, ist ja auch eine Art Selbstverwirklichung. Und ich habe daran geglaubt, nur natürlich war das fast 20 Jahre lang waren das hardcore Irrwege. Ne? Mhm. Wo ging der Schalter an zum Rechtsextremismus bei dir? Wo fing das damit an? Boah, ist eine lange Geschichte, ist wirklich eine lange Geschichte. Make it short, wo war der Punkt, wo du da drauf abgefahren bist? Also ich bin echt in behüteten Verhältnissen aufgewachsen, keine Gewalt, kein Nix. Und wir sind ausgewandert mit 10 Jahren nach England, mit 13 ein Jahr, mit 13, also... Weshalb ausgewandert? Für meinen Vater, für die Arbeit. Und sind wir nach Newcastle in England ausgewandert und sind 3,5 Jahre später zurück ausgewandert mit 14, ab aufs Gymnasium, überall gescheitert, Sprache vergessen und so weiter. Und ich habe mich dann echt schlecht integriert, wieder als wieder immigrierter, zurück immigrierter Deutscher. Und habe dann keine Freunde gehabt und nicht wieder neu Anschluss gefunden und habe dann einen Familienersatz und Gruppengefühl gefunden bei Rechtsextremisten. Und das Gefühl können sie leider sehr, sehr gut vermitteln. Also, welche Gruppe? Wehrsportgruppe sowieso? Oder? Nein, also nicht gleich mit 14 Wehrsport, sondern ganz einfach auf dem Fußballplatz, ein bisschen Musik gehört, ein Bierchen getrunken als Jugendlicher. Und und dann, wenn es einem selber schlecht geht und man findet andere, denen es noch schlechter gehen sollte, oder man wertet jemand anderes herab, ne? Und sagt, die scheiß Ausländer, die Juden haben Schuld, die USA hat Schuld und so weiter, dann kann man sich selber besser fühlen. Und das hat bei mir gut funktioniert. Das war echt super einfach. Philipp, du hast gerade gesagt, das können die besonders gut. Was können die besonders gut? Und warum bist du dann da kleben geblieben? Naja, also es ist ja heute so, dass die Leute denken, so, die singen so gegen Ausländer, die singen gegen irgendwas. Aber die machen heute viel Musik und auch, was ich selber ja auch viele lange Jahre produziert habe und verkauft habe, ist, die geben ja ein Gefühl eher, also komm zu uns, hier gibt's Familie, hier gibt's Gruppe, hier gibt's Anerkennung, wir sind die Guten, wir kämpfen für was Gutes. Das kann ich heute noch runterpredigen ohne Ende. Weil es ist einfach, das ist die große Gefahr, weil junge Leute teilweise keine Aufmerksamkeit kriegen, sie werden nicht angehört, sie haben keine Stimme und dann gibt es Leute im Internet und in Musik, die denen eine Stimme geben. Und genauso war das bei mir. Und dann wurde ich 20 Jahre zum Neonazi oder nachher zum Schwerkriminellen. Ist das so ein extremes Gemeinschaftsgefühl, was man in dem Moment hat und was einen da auch so hält? Das ist Familie. Ich hab auf meinem Oberschenkel habe ich noch die Namen von Gangmitgliedern stehen. Mhm. Mensch, heute, wenn ich ins Schwimmbad gehe und dann stehen da die Namen da drauf, ich denke mir immer, scheiße, und ich finde die alle kacke heute. Ja, also ja, es gibt schönere Ansichten, ne? Also ich habe die Hose ja auch manchmal an anderen Sachen aus. Also, und das ist dann schon echt, das ist vergeudete Zeit. Ja. Wie war das damals, als du dann nach Hause kamst? Ich sag mal, ein Hakenkreuz hier mitten auf der Brust zu haben, ist schon, das sticht dir ins Auge. Wie hat Familie, Freunde, gab es damalige andere Freunde eigentlich? Also meine Eltern waren bemüht. Aber ich habe ja auch dich gemacht als 15-Jähriger. Also ich war ja nicht immer dieser junge, sympathische Mann, der ich heute bin. Ja, also... Nee. Nee. Also da gab es auch schon, da gab es eine ganz andere Seite, eine sehr gewalttätige Seite, eine sehr ablehnende Seite. Und meine Eltern waren auch überfordert einfach. Aber hätten die irgendwas machen können? Hätte es irgendwas gegeben, wo du jetzt denkst, ja, wenn die mehr das gemacht hätten... Ja, jetzt so im Nachhinein ist das immer hätte Fahrradkette, ne? Mhm. Ja, also. Ja, klar, aber ich denke nur irgendwie, okay, ich stell mir vor, ich habe damit nichts am Hut und mein Sohn kommt nach Hause und du merkst, ja, okay, krass, seine Freunde sind Nazis. Was mache ich denn? Vorher war das Problem schon. Mir wurde vorher nicht zugehört. Ah, okay. Wo ich schon in der Gruppe war, wo ich die ersten Neonazis kennengelernt hatte und so, da war es schon zu spät einfach. Mhm. Sondern wo ich einfach schlecht drauf war. Ich hatte keine Freunde, ich war zu Hause, bin sitzen geblieben, von der Schule geflogen und so weiter. Da haben meine Eltern das nicht gesehen oder das Umfeld hat es nicht gesehen. Okay, in dem Jungen bricht gerade was. Okay. Und dann sage ich auch ganz ehrlich, dann wäre es egal, wer gekommen wäre. Wären Islamisten gekommen oder Linksextremisten, ich wäre überall mitgelaufen. Hauptsache, ich kriege einen Familienersatz. Mhm. Ja, ich war auch kurz so in der Punkszene, so ein halbes Jahr, aber da habe ich mit niemandem connected. Mhm. Ja, also ich habe mich mit niemandem super verstanden und nachher habe ich mich mit ein paar anderen jungen Neonazis gut verstanden. Und dann haben wir Musik gehört, Alkohol getrunken und haben uns radikalisiert. Wir sehen hier gerade die ganzen Bilder. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich als schwarze Person finde es gerade so schwer auszuhalten, dich da zu sehen mit den Knarren in der Hand, mit diesem Grinsen. Ja, aber die hat ja keinen Abschluss. Claudia, einen Moment bitte. Wohl wissend, dass da gerade ein Neonazi steht. Das ist schon krass. Und da war ich erst 20 Jahre alt und habe eine...
und habe eine Kalaschnikow in der Hand, das darf man sich nicht vergessen. Ja. Philipp, die Presse hat damals geschrieben, du warst einer der gefährlichsten Rechtsextremisten der Republik. War das berechtigt? Das mindert so ein bisschen, dass überall gefährliche Rechtsextremisten sind. Man sollte das nicht auf Stufe stellen, sondern wer Rechtsextremist ist, ist gefährlich. Mhm. Ja, wer mit Waffen zu tun hat, die Demokratie ablehnt und bereit ist, mit Gewalt seine Meinung durchzusetzen, die stehen alle auf einer Stufe. Und deswegen würde ich das nicht in Kategorien packen. Ja, aber ich habe mit Waffen zu tun gehabt, mit Sprengstoff. Wir haben Gruppen gebildet, wir haben eine so Art Wehrsport gemacht und so weiter. Und wenn ich die Bilder natürlich da sehe, muss man mal sagen, ich bin da fast erst 20 Jahre alt. Krass. Und habe mir eine Kalaschnikow besorgt. Und heute, wenn so Verschwörungstheoretiker heute mit Schwarz-Weiß-Rot losgehen, hier, da können Sie sich angucken, mit was für Leuten Sie zusammen auf einer Demo bei Corona-Demos losgehen, die eine schwarz-weiß-rote Fahne schwenken. Das ist der Mann, der da mitgegangen ist damals. Und das so zu sehen, ist natürlich schon krass. Ich bin einfach froh, dass die Zeit zu Ende ist. Also ich habe die Fotos natürlich zur Verfügung gestellt. Also ich gucke mir die jetzt privat so nicht an, weil es einfach ein richtig beschissener Flashback ist. Aber es hat schon so, also du siehst das schon, das macht irgendwas mit dir wahrscheinlich, ne? Ja, das ist einfach, du darfst ja nicht vergessen, das ist ein dummes, grinsendes Bild. Aber guck mal, ich habe ja auch, unabhängig davon, dass ich ganz viele Menschen zu Opfern gemacht habe, ja, habe ich meiner Familie sehr weh getan und ich habe ja auch mein eigenes Leben ruiniert mit. Verstehst du? Also ich hing rum mit älteren Typen irgendwie im Hinterzimmer, haben Bier getrunken und haben vom Vierten Reich geträumt und sonst was und dummes Zeug gemacht, während Leuten, mit denen ich zur Schule gegangen bin, ganz andere Sachen gemacht haben. Die Welt gesehen habe ich nicht gesehen zu dem Zeitpunkt, weißt du? Ja. Ich habe so viel beschissene Sachen da gemacht und das ist natürlich kacke, das dann so zu sehen. Das ist jetzt okay, ich habe da meinen Frieden mit mir gemacht. Also ich heule jetzt nicht jeden Abend im Kopfkissen, da bin ich nicht der Typ für. Ja? Also ich heule jetzt hier nicht hobbymäßig. Aber trotzdem ist es natürlich eine Erinnerung, wo ich sage, ja, schade, dass man irgendwie abgebogen ist, so krass und dann einfach so hart dabei geblieben ist. Das ist ja auch nicht so, dass ich jetzt sage, alle anderen haben Schuld und das ist irgendwie so, sondern ich habe mich schon als 15-, 16-Jähriger dafür entschieden, okay, das ziehst du jetzt 20 Jahre durch. Ne? Also das ist hier kein, ich möchte hier keinen hier, oh, Entschuldigung, und oh ja, du bist ein Opfer der Umstände. Nee, ich war schon Täter, ne? Also das muss ich ganz klar sagen. Ne? Also das ist hier nicht... Philipp, wir haben nicht nur das Bild von dir gefunden, sondern wir haben auch noch ein paar andere Bilder und Videos, die echt krass sind. Ich würde da gerne einmal reinschauen. Da stehen 5 bis 6 Neonazis, die waren schon bei uns, wir sind da und wollen uns alle, wo die schwarze Sonne herkommt. Es ist eigentlich die Gegend. Philipp, was ging dir damals durch den Kopf? Ja, das ist eine Situation, die kann man jetzt nicht so schnell aufbröseln. Das war eine Spontandemonstration der Antifa bei uns vor Ort. Ich habe mehrere dieser Läden betrieben. Ich war sehr aktiv im Produzieren von Rechtsrock und Textilien und so weiter. War da weltweit aktiv mit. Die Situation wäre da gewesen, wenn die Polizei die Waffen nicht gezuckt hätten, wären wir auf die Demonstranten losgestürmt und hätten wahrscheinlich mit den Baseballkeulen Menschen vielleicht schwerst verletzt oder vielleicht totgeschlagen. Und in dem guten Glauben, das ist so krass, in dem guten Glauben, im Recht zu sein. In dem guten Glauben, im Recht zu sein. Das darf man ja nicht vergessen, wenn man über Rechtsextremismus spricht. Die denken ja auch, sie sind im Recht. Die denken ja auch, sie sind die Guten. Ja, irgendjemand, der einen Anschlag macht oder sonst was, der nennt sich ja nicht selber Terrorist, der nennt sich Freiheitskämpfer. Ja, also ich habe echt geglaubt, ich bin im Recht und ich bin der Gute. Und wenn ich die Bilder sehe, da sieht man gleich, die Haltung, das Gesicht und so, das strahlt nichts Positives aus. Da ist niemand im Recht. Ich wollte es gerade intuitiv fragen, hast du mal jemanden totgeschlagen? Nein, ich habe niemanden totgeschlagen. Ich hab in meinem Leben schon auf Menschen geschossen mit scharfen Waffen. Und es ist Gott sei Dank nicht dazu gekommen. Aber auch in Situationen, auch wo ich gestoppt worden bin, auch wo es um körperliche Gewalt ging, dass ich jemanden nicht totgeschlagen habe, weil jemand mich runtergezogen hat von jemandem. Ja. Was konkret hast du gemacht? Alte Scheiße.
Die Strafakte ist da vielleicht ein bisschen zu lang für die jetzt hier vorlesen zu lassen. Also das fängt an bei einfachen Delikten, sage ich mal, wo man als Jugendlicher vom Diebstahl, Landfriedensbruch, Körperverletzung, schwere Körperverletzung, einmal das Strafgesetzbuch rauf und runter leider. Weißt du, was ich mich gerade frage? In solchen Momenten auch das, was du gerade beschreibst. Hat man da Mitgefühl oder sowas wie Empathie für den Gegenüber? Nein. Oder ist das ausgeblendet? Nein. Also ich könnte mich jetzt hier hinsetzen und sagen, in mir war immer der kleine Philipp, der immer irgendwie in mir geheult hat und hat gesagt, er hat voll empathisch so mitgefunden. Nein. Mhm. Ich habe Empathie verlernt. Das ist, wenn man sich den ganzen Tag mit Hass und Gewalt und Fremdenfeindlichkeit beschäftigt, dann stumpft man ab, man wird zu einem Tier, man entmenschlicht Leute. Ich habe von nur Schwarzen gesprochen, ja, anders natürlich, okay, wir wollen Real Talk machen hier, ja, ich habe anders gesprochen, nur von den Schwarzen, von den Juden, von den Muslimen. Mhm. Und dann sieht man den Menschen nicht mehr, weil du nur die Gruppe siehst, ja, alle sind schlecht, alle sind böse. Aber dass ihr beide nebeneinander sitzt, ist ein Zeichen dafür, dass es wirklich funktioniert, dass du denkst, du bist diese Person und dann, dass du der lebende Beweis bist für jeden, dass du sagen kannst, du musst nicht so sein. Also du hast jetzt vielleicht 24 Stunden Hass, aber das muss nicht so bleiben. Ja. Aber Kakao, was macht es mit dir, wenn du die Story hörst von Philipp? Ja, ich kriege Gänsehaut und freue mich, dass ich neben Philipp hier sitzen darf. Ich würde ihn am liebsten umarmen, aber das geht leider nicht wegen Corona, zumindest nicht live. Sehr beeindruckend, weil die Kraft der Veränderung und ich freue mich, dass du da raus bist. Du hast nach 20 Jahren hast du den Ausstieg davon geschafft. Und ich frage mich die ganze Zeit und bestimmt auch ihr anderen, wie geht das? Was war da ausschlaggebend? Ja, ich würde jetzt gerne irgendwie so eine Walt Disney-Geschichte erzählen, dass ich irgendwie jetzt auch am Ende auch irgendwie auf dem weißen Schimmel gegen Sonnenuntergang reite und eine Frau hat mich gerettet, aber so ist das nicht. Ja, es gab nicht so ein Schlüsselerlebnis. Das ist eine schöne Geschichte, die manchmal einige Leute erzählen, ich habe nachts Jesus gesehen oder sonst wen, ja, habe ich nicht. Sondern das, was war, das Leben hat mich aufgefressen, die Gruppen, die Gewalt, der Druck der Polizei. Ich war zweimal im Gefängnis. Und ich konnte irgendwann nicht mehr. Ich hab körperliche Schäden bekommen, ich habe Migräne bekommen. Ich habe gedacht, Migräne ist was für 14-jährige Mädchen. Tut mir leid. Mhm. Ja, in meiner Position als Rockerboss habe ich auf einmal Migräne bekommen. Wie soll ich meinen Rockerkollegen erzählen, dass ich Migräne habe? Ja, oder dass ich Schlafstörungen habe. Ja, ich konnte nicht schlafen, ich brauchte Schlaftabletten. Wir haben einen Apotheker erpresst, um Schlaftabletten zu kriegen und Tabletten, alles, was wir brauchten. Und da wusste ich irgendwie, irgendwas stimmt hier nicht mehr in diesem beschissenen Leben. Ich hatte auch Geld, ich war mal sehr vermögend. Ja. Ich habe hab dann gedacht, dieses Scheißgeld, diese Scheißautos haben und was weiß ich, hat mich nicht glücklich gemacht. Ich schlafe nachts nicht. Mein Leben wurde zur Hölle. Ich hätte gerne ausgeschlafen, solange ich konnte. Konnte ich nicht. Bin morgens um 5 aufgestanden, habe aus dem Fenster rausgeguckt, ob die Polizei draußen steht. Du bist heute Präventionsarbeiter. Du machst genau das. Du hilfst Leuten, da vielleicht nicht reinzugelangen oder vielleicht rauszukommen. Was genau machst du? Sind das hauptsächlich junge Leute? Mit wem arbeitest du zusammen? Also ich arbeite ganz viel bei YouTube, online mache ich ganz viel, spreche über den Mythos, Extremismus und Gangs und Rockerclubs und Kriminalität. Dann bin ich Anti-Gewalt-Trainer heute, dann Deradikalisierungstrainer. Ich arbeite mit Jugendlichen im Gefängnis. Ich habe mit den Leuten in Frankreich gearbeitet, die auf Charlie Hebdo den Anschlag vorbereitet haben. Ich arbeite in Jugendstrafanstalten, ich gehe an Schulen. Dann kommen junge Leute schon mal in so ein Jugendzentrum, die kommen zu so einem Vortrag und sagen, ey, will ich mal hören, was der zu erzählen hat. Und danach können dann andere Leute übernehmen, weil ich bin ja auch nur eine Einzelperson. Ja? Ich habe auch noch Hobbys, ja? Ich trinke gerne Gin Tonic, nur der HSV und grill sehr gerne. Also von daher versuche ich nur meinen kleinen Teil beizutragen. Und es geht nicht um Wiedergutmachung und Reue, das ist mir ganz wichtig. Das ist nicht das Thema, sondern ich will nicht, dass junge Leute meinen Weg gehen. Kakao, du möchtest was sagen? Genau, wie wichtig ist dabei die Familie für diese Kinder? Und zweitens, wie wichtig ist die Gesellschaft oder was können wir machen, um Menschen zu helfen? Also, ganz wichtig ist, junge Leute wahrnehmen. Die jungen Leute haben manchmal das Gefühl, du bist was wert, auch wenn du in Mathe eine 5 hast. Scheißegal, du bist ein liebenswerter Mensch. Ja, du bist gut, du kannst alles erreichen. Wir glauben an dich, du kriegst Anerkennung, Wertschätzung und so weiter. Also, habe ich das richtig verstanden? Ist eine verkorkste Kindheit der Trigger so? Nein, nicht nur. Also, auch bei einem jungen Menschen, egal was bei dem passieren kann, da gibt es einen Bruch. Ja, es gibt einfach junge Leute mit 14, ich scheitere gerade oder ich werde in der Schule gemobbt oder meine geliebte Oma ist gestorben, irgendwas bricht in einem, ja, und man fühlt sich mal schlecht.
dann haben... Ja, oder du lernst einfach so einen Typen kennen, wie du warst vor 20 Jahren, und die nehmen die Kinder mit auf die Reise. Und deswegen, wenn dieser Bruch da ist, dann sind junge Leute anfällig dafür. Und wenn da Leute und Familie, Gesellschaft das nicht sehen, diesen Bruch selber zu kitten und zu sagen, wir tragen dich da durch und wir kitten diesen Bruch, dann haben andere die Chance, da reinzugehen. Ja. Ich will nicht über verkorkste Kindheiten gehen, weil jeder von uns hat hier einen Bruch im Leben. Ja. Wir haben alle schon Scheiße erlebt. Und das meine ich, wir müssen da gucken, dass wenn junge Leute sagen, mir geht's gerade nicht gut, oder wir sehen das von außen, die mitnehmen und sagen, ich bin für dich da und ich helfe dir was, und dann wirklich auf Augenhöhe helfen. Also ich kann das nicht anders, also einfach die wahrnehmen, nicht von oben herab immer, und du hast doch keine Sorgen, weißt du, es geht um Rente und um was weiß ich was für einen Scheiß, kümmere ich mich auch nicht drum, ja. Also, sondern mal wirklich den Moment da sehen. Philipp, selbst wenn man keine Zeit hat, dich bei einer Veranstaltung zu hören, du hast ein Buch geschrieben und all diese Erfahrungen dort festgehalten. Das Buch heißt Hass, Macht und Gewalt. Was heißen diese drei Begriffe heute für dich? Sind die Sachen, von denen ich mich gelöst habe, und seitdem ist mein Leben 2.0 einfach geil. Ich finde es total toll, dass du da so offen drüber sprichst. Vielen Dank dafür. Vielen Dank für deine Offenheit. Ja, danke schön. Danke schön. Cool, dass du am Start warst. Falls du noch nicht genug hast, dann abonnier doch mal den ARD Mediatheks-Channel. Und ansonsten gibt es natürlich die ganze Folge auch in der Mediathek zu sehen. Danke und ciao.